Betsy, geht's dir gut? Mia? Wir sind jetzt an der Fähre angekommen und warten. Aber dieses Kätzchen musste sich eben übergeben. Ich hab doch gesagt, du hast zu viel Rasen gegessen. Deine Schwester ist derselben Meinung. Cosmo, warum hast du so viel gekotzert? Du hättest auf Mami hören sollen und nicht so viel Rasen essen. Ja, ich hab nur für dich übersetzt. Was mit Apollo? Apollo ist noch im Schlafmodus. Genau. Apollo, wach auf. Wach auf. Oh, müdes Kätzchen. Alle haben so brav geschlafen. So brav geschlafen. Jetzt sind alle wach, außer Apollo. Der schläft noch. Apollo braucht grundsätzlich viel mehr Schlaf als Cosmo. Auch zu Hause schläft er so seine 12 bis 16 Stunden am Tag. Also nicht am Tag, in den 24 Stunden. Davon schläft er ungefähr 16 Stunden. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht unbedingt Sorgen. Das macht er schon immer so. Hm? Ja. Uiuiui, so müde. Ja, so müde. So, wir sind jetzt in Dänemark und wollen zu der Fähre Rødby-Puttgarden oder so. Und dann sind wir auf Fehmarn. Und dort versuchen wir irgendwo zu übernachten, bevor es dann morgen weitergeht. Aber wir haben heute echt gut was geschafft. Liegt hauptsächlich daran, dass die Kinder alle geschlafen haben, sehr viel. Ja, das war gut. Und solange ich Internet habe, verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht.